dann auf einmal an so komische Redneck-Hinterland-Whisky-Brauer geraten und die werden dann von denen so richtig durchgefickt. Und das wird dann extrem derbe, es geht auf Leben und Tod. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber wenn irgendwo dieser Film zu kriegen ist, er ist sehr selten, unbedingt holen. Und der dritte Film ist die große, vor allen Dingen körperliche Glanzleistung von Nicolas Cage. Er heißt Vampire's Kiss, das ist sein erster großer Film. Ich glaube, der Regisseur heißt wiederum Beerman, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und es handelt davon, dass Nicolas Cage einen Yuppie-Typen in New York spielt, der vereinsamt und sich irgendwann einbildet, er würde ein Vampir sein. Und er kauft sich Plastikzähne und will dann Leute beißen. Und weil er aber keine Leute fangen kann, holt er sich Tauben und frisst Tauben unterm Sofa und spuckt immer so Federn. Und er frisst vor laufender Kamera in diesem Film, ich habe es x-mal hin und her gespult, so eine große Kakerlake bei lebendigem Leibe, die krabbelt noch und er, so isst er sie auf, sieht sagenhaft aus. Der Film ist gigantisch, ein Meisterwerk. Diese drei Filme unbedingt, wenn sie irgendwo zu kriegen sind, angucken. Traumfilm.